Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 24. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück hier in Willow Creek und im letzten Part sind tatsächlich 4 Babys auf die Welt gekommen und deshalb ist unsere Familie jetzt riesig. Seit dem letzten Part sind nämlich Alaska, Danny, Regina und Jasper Teil unserer Familie, also die nächsten Parts werden wohl wirklich, wirklich stressig werden. Alaska ist ja unser Schneewittchen und Regina ist die böse Königin und in der nächsten Generation werden wir ja eine Disney-Challenge starten, also entweder spielen wir mit Alaska weiter oder mit Regina oder vielleicht doch mit beiden. Ich habe mich tatsächlich noch immer nicht entschieden, also wenn du eine Meinung dazu hast, lass mir gerne all deine Ideen in den Kommentaren da. Und auch dieser Part wird wieder sehr aufregend, denn unsere Raya wird zur Teenagerin und außerdem hat auch Julian Geburtstag, also das Kind von Lilly, das wird nämlich zum Kind. Also gut, dann starten wir jetzt gleich mal in den Part hinein. Und wir haben jetzt Montag kurz vor 16 Uhr. Eigentlich wollte ich, dass Lilly einen Geburtstagskuchen backt, aber naja, es schreien gerade alle 4 Babys und Raya, kümmerst du dich um ein Baby? Kannst du das? Oh, perfekt. Raya, dann kannst du hier mal helfen. Und dann kann Lilly nämlich tatsächlich einen Kuchen backen. Oh mein Gott, wieso schreien denn alle Kinder? Dieses synchrone Schreien ist wirklich nicht gut für mich und meine Psyche. Aber ich glaube, ich werde es überstehen. Auf jeden Fall, Raya wird sich jetzt um die Babys kümmern. Und währenddessen wird unsere Lilly nämlich 2 Kuchen backen. Oder nein, eigentlich, wir werden nur einen backen. Die sollen sich den einfach teilen. Wir haben nicht so viel Zeit. Was könnten wir denn backen? Backen wir einfach mal einen Winterkuchen. Das ist doch einfach mal was anderes. Ist doch eine schöne Idee. Und Raya geht es schlecht. Oh, sie ist noch immer traurig, weil Yoru verstorben ist. Oh, die arme Raya. Weißt du was? Du könntest doch einfach mal zu seinem Grabstein gehen und wirst hier einfach mal um ihn trauern und eine Zuckerschädelgabe darbringen, auch wenn ich nicht genau weiß, was das ist. Und Iana, die war nämlich tatsächlich bei der Uni. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wie es ihr momentan bei der Uni geht. Denn wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die Präsentation verloren. Was nicht gut ist, weil das heißt, sie wird das nicht abschließen können. Aber Iana, mach am besten einfach mal alle Hausaufgaben. Vielleicht kriegen wir es ja so irgendwie hin, wenn sie zumindest die Prüfungen dann schafft. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal für das Beste. Aber danach kann sie eigentlich gleich mal eine Party planen. Können wir nicht, weil sie zu jung ist. Iana, du darfst doch keine Hausaufgaben machen. Du planst zuerst die Geburtstagsparty für deine Tochter und für Julian. Wieso vergesse ich immer seinen Namen? Dieses arme Kind, es tut mir wirklich leid. Wir planen eine Geburtstagsparty. Raya und Julian haben Geburtstag. Wir laden ein Aluna und Jason und Hannah. Dann werden wir Lou einladen. Er ist ja immerhin der Vater von unserer Raya. Und kennen wir auch diesen Orange Bailey Moon? Das ist doch der Vater von Julian. Haben wir den nicht kennengelernt? Irgendwie ist er nicht da. Ja, okay, dann müssen wir dann eben Manuel einladen. Und das Ganze wird natürlich hier stattfinden. Die Hübschresidenz und wir starten einfach um, was ist eine gute Zeit? Jetzt haben wir 17 Uhr, dann starten wir um 18 Uhr, das passt schon. Und Lilly, könntest du dann Orange Bailey Moon einladen? Du kennst ihn auch nicht, aber er ist schon der Vater, oder? Julian, wer ist dein Vater? Orange Bailey Moon. Dann muss Julian ihn wohl selbst einladen. Kannst du ihn einladen? Orange, nein. Gut, niemand kann ihn leider einladen. Dann wird er ihn wohl kennenlernen müssen, wenn er ein Kind ist. Auf jeden Fall ist die Geburtstagstorte fertig. Lilly, aus. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Dankeschön, Fabian. Du kümmerst dich jetzt nicht um dein Kind. Du wirst hier Geburtstagskerzen hinzufügen und dann kannst du hier ein bisschen sauber machen. Denn immerhin kommen bald die Gäste. Immerhin kommen bald die Gäste. Raya trauert noch immer um Yoru. Oh nein, die arme Maus. Und Julian, der stinkt. Ja gut, Lilly, dann kannst du vor der Party auch noch schnell Julian ganz normal baden. Und dann wird er zwar sehr müde sein, aber das ist egal.
er kann dann eh früh ins Bett gehen. Und den Babys oben scheint es auch noch ganz gut zu gehen. Also es schreit zumindest gerade niemand. Ach, ist das schön. So brav sind sie. Hier haben wir unsere Alaska. Hier unsere Regina. Und da drüben haben wir dann noch Danny und Jasper. Zumindest haben sie einen anderen Nachnamen. Dann kenne ich sie zumindest ein bisschen auseinander. Aber ich muss auch beim Umstyling dann sehr darauf achten, dass sie nicht so ähnlich aussehen, weil sonst werde ich die alle die ganze Zeit verwechseln. Gut, die Party startet gleich. Seid ihr alle ready? Jana, was tust du denn? Wieso machst du denn nicht deine Hausaufgaben? Jana, du machst jetzt alle deine Hausaufgaben. Du musst eh nicht zur Party kommen, ist nicht deine Geburtstagsfeier. Geburtstagsparty fängt bald an. Bist du bereit anzufangen? Derzeit laufende Ereignisse werden beendet. Natürlich, los geht's. Raya, dann komm mal hier hin. Oder geht's auch nicht so gut, ist aber nicht so schlimm. Wir müssen eh Witze erzählen, vielleicht hat sie dann ein wenig Spaß. Kommt denn gar keiner zur Feier? Oh, wer bist du? Lou? Was hat denn Lou für ein wildes Outfit an? What? Kannte ich das schon? Ist das neu oder habe ich das einfach noch nie gesehen? Ich habe keine Ahnung. Gut. Raya wünscht sich ja momentan zum Glück nicht gemein zu Lou zu sein. Deshalb werden wir es mal wieder probieren. Entschuldigen wird sie sich nicht, weil immerhin hat er sich unmöglich verhalten. Und ich glaube, sie ist mindestens gleich stur wie er. Deshalb wird sie ihn jetzt einfach mal um Rat bitten, einfach weil sie noch immer sehr traurig ist, wegen Yoru. Und dann kann sie ja mal versuchen, sie kann gar nicht lustig sein, ihm ein lustiges Geschenk zu geben. Aluna, bist du schon wieder schwanger? Wieso kommst du denn schwanger und barfuß zur Geburtstagsparty? Ach, Aluna. Pregnancy und Nachwuchs. Ja, natürlich. Sie ist schon wieder schwanger. Wie könnte es anders sein? Und außerdem hat sie keine Schuhe an. Das ist doch einfach nur großartig. Und dann kann Raya gleich mal auch ihre Oma begrüßen und wird sie einfach mal bitten, das Baby fühlen zu dürfen. Julian, dein Vater ist leider nicht da. Es tut mir wirklich leid. Den konnten wir nicht finden. Aber vielleicht können wir ihn dann ja im Nachhinein einladen, wenn er zum Kind geworden ist. Wie gut verstehen sich denn Raya und Lou? Versteht ihr euch mal gut? Nein. Wow. Okay, never mind. Dann brechen wir die Aktion ab. Raya, geh du mal auf die Toilette und Julian wird als erstes einfach gleich mal die Kerzen ausblasen. Deine Mutter wird dir dabei helfen, denn der ist schon ziemlich müde und ich möchte nicht, dass er ohnmächtig wird, bevor er zum Kind geworden ist. Ich bin schon sehr gespannt, wie er aussieht, der kleine Mann. Oh, der ist aber sehr unglücklich. Müde, wegen niedriger Energie. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Wo bist du denn hin? Ach, da. Okay, perfekt. Dann wird er jetzt älter werden. Oh, alles Gute zum Geburtstag, Julian. Und dann wird Lily gleich ganz schnell wieder Geburtstagskerzen hinzufügen, dass dann auch unsere Raya Geburtstag hat. Habe Geburtstag, Julian. Julian war als Kleinkind ein Charmeur und hat jetzt aber nicht wirklich irgendwelche Fähigkeiten. Ja, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie er so ist. Was sagt denn der Zufall? Aktiv. Nein, das finde ich passt nicht zu. Ein Geek? Naja, wieder aktiv. Kleptomanisch? Naja, dann wird er ja zumindest nach seiner Mutter kommen. Perfektionist. Ja, okay. Wir machen ihn zum Perfektionist. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Und er bekommt das Mentalbestreben. Also wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie sein Charakter wird. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, er wird vielleicht ein klein wenig untergehen. Aber ja, falls ihr irgendwelche Ideen für seine Storyline habt, könnt ihr sie mir natürlich auch sehr gern in die Kommentare schreiben. Wie siehst du denn aus, Julian? Ja, ich meine, im Moment hauptsächlich wütend. Nimm mal was zu essen und geh dann ins Bett. Wo geht er denn jetzt hin? Auf dem Rücken treiben lassen. Nein? Ach so, der hat ja kein Bett. Na, das ist jetzt aber belastend. Weißt du was, du isst jetzt einfach mal einen Joghurt und jetzt hat dann auch noch unsere Raya Geburtstag. Und dann wird jetzt auch sie sich etwas wünschen. Und nachdem er nämlich das Joghurt gegessen hat, kann er eigentlich seinen Vater einladen. Dann können wir den auch mal kennenlernen. Einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Das ist ja Orange Bailey Moon. Der ist ein Bücherwurm, gesellig und ein Chaot. Ja, sonst hat er nichts. Aber er sieht irgendwie sehr ripped aus. Also vielleicht täuscht das, aber er sieht sehr, sehr muskulös aus. Ja gut, vielleicht hat er dann sportlich doch gepasst. Ja, werden wir dann später ohnehin sehen.
Und jetzt hat noch die kleine Raya Geburtstag. Sie wird einfach schon zur Teenagerin. Die Zeit ist so schnell vergangen. Und Orange Bailey Moon wird gleich da sein. Perfekt. Ich bin auch schon so gespannt, wie Raya aussehen wird. Koraya Yuna ist älter geworden. Bis jetzt war sie ja selbstsicher. Und was könnten wir ihr noch geben? Ich meine, eigentlich würde Hitzkopf ein bisschen zu ihr passen, denn ihre beiden Eltern sind ja sehr stur. Aber für einen Werwolf ist es natürlich nicht gut, hitzköpfig zu sein. Was könnte dann noch passen? Wir könnten sie halt auch zur Partylöwin machen. Diese Sims lieben Partys und lassen das auch alle anderen Sims wissen, indem sie für Stimmung sorgen und Partytricks aufführen. Ich glaube, das würde ganz dazu passen, wenn man bedenkt, dass sie als Kind ja immer sehr auf sich allein gestellt war, aber auch irgendwie ein sehr braves Kind. Und ihre Eltern haben sich ja beide nie so wirklich gekümmert. Und jetzt als Teenagerin möchte sie eben so richtig ausbrechen. Ich finde, das wird ganz gut passen. Und welches Bestreben geben wir ihr dann? Vielleicht ein Teenager-Bestreben. Die habe ich mir nämlich schon öfter angesehen, aber noch nie wirklich mit ihnen gespielt. Intensives Leben. Dieser Sim möchte so gut es geht vom Leben profitieren, indem er sorglos und ohne Regeln lebt. Das wird ja schon mal unglaublich gut passen. Bewunderte Ikone, zielorientiert, Drama-Lama. Dieser Sim wünscht sich jede Menge Drama und zwar ständig. Drama-Lama oder intensives Leben? Ich glaube, wir nehmen jetzt mal intensives Leben. Aber wenn wer von euch einen anderen Vorschlag hat, wie immer, gern in die Kommentare. Dann können wir das natürlich noch gerne ändern. Wie sieht sie dann aus? Sie hat eine wilde Frisur, aber sie hat ein sehr süßes Gesicht. Oh, sie hat Lus Nase. Sie hat eindeutig die unglaublich süße Stupsnase von Lu. Oh, sie sieht so süß aus. Ich freue mich schon so aufs Umstyling. Und wir haben jetzt auch folgende Benachrichtigung bekommen. Koraya Yuna hat sich zu einer vollwertigen Werwölfin entwickelt. Sie hat einen Charakterzug enthalten und muss nun stetig Wut aufbauen. Sie kann jetzt außerdem ein Rudel aussuchen, Fähigkeiten erlernen und am Werwolfleben teilnehmen. Darauf freue ich mich nur mittel. Wie ihr wisst, ich bin kein Fan von den Werwölfen. Aber jetzt haben wir eben noch einen Werwolf in der Familie. Und sie hat Werwölfischer Antikapitalismus? Zusammen mit der Bestie sind auch Zweifel an den sozialen Normen erwacht. Dieser Sim rebelliert jetzt gegen den Alltagstrott und baut zusätzliche Wut auf, wenn er gezwungen wird, im endlosen zerstörerischen Hamsterrad des Alltags zu laufen. Das passt ja sehr gut dazu, dass ich gerade gesagt habe, sie wird ein bisschen rebellieren. Und beim intensiven Leben muss sie drei Streiche spielen, sich einmal Ärger einhandeln und zu einer Party schleichen. Ich glaube, das wird einfach nur grandios. Und wir können auch schon drei Fähigkeitspunkte vergeben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich möchte mit ihr eigentlich gar nicht so das Werwolfleben spielen, weil das hat mir mit Iana schon gereicht. Was wäre denn möglichst unauffällig? Boshaftigkeit, erschrecke anderen zum Spaß und aus Profitgier. Schalte die Fähigkeit frei, grausame Einschüchterung bei anderen zu verwenden, damit Koraya Yuna ihre Fangzähne blecken und Sims in die Flucht schlagen kann. Mit ein bisschen Glück lassen sie sogar ihre Geldbörse fallen. Wenn es falsch ist, ein wenig das Biest raushängen zu lassen, möchte sich Koraya Yuna gar nicht richtig verhalten. Wow, auch das passt einfach perfekt zum Rebellieren. Aber ansonsten, ich meine, wir können sie auch das Territorium markieren lassen? Nein, das finde ich irgendwie ein bisschen eklig. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich dann noch machen soll. Irgendwie passt gerade so gar nichts. Ich lasse jetzt einfach mal nur das eine. Und wie immer, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber gut, ich hätte gesagt, bevor wir mit der Party weitermachen, machen wir noch schnell ein Umstyling. Denn ich bin schon so gespannt, was wir aus den beiden rausholen können. Hier haben wir jetzt eben Koraya. Und das ist ihre Beastform. Schon sehr dunkel, oder? Man sieht gar keine Texturen mehr. Okay, vielleicht muss ich die auch ändern. Aber gut, dann geht es jetzt mit dem Umstyling los.
Und ich bin wieder da. Das hat wirklich ewig gedauert. Also hier haben wir jetzt unsere Coraya Yuna. Das ist ihre Alltagskleidung. Dann haben wir hier ihre Abendkleidung, ihre Sportkleidung, Schlafkleidung, Ausgehkleidung, dann noch die Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Bei ihr ist es irgendwie so eine Kombination aus Kleidung, wo man vielleicht denkt, ihr ist ganz egal, wie sie aussieht. Also wie zum Beispiel hier ihre Alltagskleidung. Und dann hat sie aber wieder sowas als Abendkleidung an. Denn sie hat ja intensives Leben als Bestreben und sie ist ja eine Partylöwin. Also ich könnte mir bei ihr wirklich gut vorstellen, dass es ihr bei der Schule wirklich komplett egal ist, wie sie aussieht. Und dann, wenn sie eben ausgeht und sowas trägt oder sowas trägt, dann nimmt sie sich eben schon sehr viel Zeit für ihr Styling. Genauso schätze ich sie ein und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wirklich viel Blödsinn in ihren Teenagerjahren machen wird, aber das werden wir noch sehen. Außerdem habe ich natürlich noch den kleinen Julian umgestylt. Ich gebe zu, ich habe mich hier jetzt nicht so ganz bemüht. Also das ist seine Alltagskleidung, seine Abendkleidung, Sportkleidung, Nachtwäsche, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter-Outfit und kaltes Wetter-Outfit. Weil ich habe in diesem Video ja schon mal erwähnt, ich kenne Julian als Charakter eigentlich noch gar nicht und ich weiß noch nicht, wo die Reise mit ihm hingehen wird und deshalb wusste ich auch gar nicht, in welche Richtung ich ihn umstylen werde. Aber ich glaube, wir werden ihn jetzt einfach in den nächsten Parts näher kennenlernen und dann werden wir schon sehen, wohin seine Reise führt. Wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Und dann schauen wir jetzt noch ganz kurz bei der Party vorbei. Ich nehme jetzt nämlich tatsächlich schon eine Stunde auf, denn das Umstyling für Raya hat wirklich Jahre gedauert. Und hier sind wir wieder. Oh, hier ist ja Yanas Vater, mit dem haben wir auch schon ewig nicht mehr gesprochen. Jason, genau. Gut, dann kann sich Yana ja mit denen allen unterhalten. Und Lilly, ich glaube, es schreien Babys. Wie wär's, wenn du dich mal um die Babys kümmerst? Oh ja, da schreien sehr, sehr viele. Wer bist denn du? Hannah Hemming. Oh, das ist Rayas Tante. Gut, dann werden wir mal Jasper die Windeln wechseln. Wer schreit noch? Und dann werden wir noch diesen Baby die Windeln wechseln. Ach, ich kenne sie schon jetzt nicht mehr auseinander. Wo soll das nur hinführen? Raya, was machst du? Oh, sie unterhält sich mit Lou. Und die hassen sich natürlich schon wieder total. Was ist eigentlich mit euch beiden? Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen verstehen? Ganz ein bisschen nur. Parodier einfach mal jemanden, Raya. Denn wir sollen ja Witze erzählen. Und dann kann sie nochmal probieren, eine lustige Geschichte zu erzählen. Wo geht er denn jetzt hin? Lou, was machst du eigentlich? Kannst du nicht einfach mal aufhören? Lilly, da schreit ein Baby. Warum kümmerst du dich niemals um schreiende Babys? Diese Sims sind ohne mich einfach nicht überlebensfähig. Ich sag's euch. Wann haben denn die Babys eigentlich Geburtstag? Okay, die haben tatsächlich schon übermorgen Geburtstag. Das heißt, im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich schon Geburtstag mit ihnen feiern. Wobei, Kleinkinder sind ja eigentlich nicht weniger anstrengend. Was war denn hier? Wer bist denn du? Ach, Julian, das Geburtstagskind möchte schwimmen. Na, das kannst du natürlich gern machen, da halte ich dich nicht auf. Oh oh, da glitscht irgendetwas. Ich muss Raya doch wieder umziehen. Anscheinend muss ich ihr ein neues Party-Outfit geben. Ach, ich liebe einfach, wenn das passiert. Das ist übrigens eine Folge von Custom Content. Also ja, ladet euch vielleicht doch nicht so viel herunter wie ich, sonst habt ihr solche Probleme. Ich versuch's mal mit dem Rock. Irgendwie habe ich das Gefühl, es liegt an dem. Dann ziehe ich ihr einfach mal, keine Ahnung, diesen an. Gut, ich ziehe ihr diesen an und vielleicht passiert es jetzt nicht mehr. Also ich habe natürlich keine Ahnung. Es könnte auch an der Frisur liegen oder an den Schuhen oder am Oberteil. Das weiß man leider nie so genau. Also wenn irgendwer von euch eine gute Möglichkeit hat, schnell herauszufinden, wie Custom Content kaputt ist, lasst mir das sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Da bin ich nämlich leider selbst überfragt. Und hier sind wir wieder. Sieht tatsächlich so aus, als wäre es der Rock gewesen. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch wiederkommen, das weiß man nie so genau. Dann erzähl noch einen Witz. Warum schreist du denn jetzt mit ihm? Ach. Okay, es war nicht der Rock. Wow. Gut. Ich wechsle mal ihr Outfit. Dann waren es vielleicht die Schuhe. Denn das Shirt habe ich tatsächlich auch in einem anderen Let's Play und das macht keine Probleme. Wobei, am besten ändere ich einfach gleich mal beides um. Ist das schön.
Dann gebe ich ihr einfach dieses Shirt in schwarz. Das sieht eh sehr ähnlich aus, wobei nicht ganz so cool. Was ist damit? Gibt es das in einem coolen Schwarz? Ja, okay. Sie bekommt einfach das. Und Schuhe habe ich sowieso total viele, die sich voll ähnlich schauen. Dann gebe ich ihr einfach die. Die schauen fast gleich aus, nur sind von einem anderen Creator. Ich weiß auch nicht, wieso ich dieselben Schuhe 20 Mal habe. Aber ich habe genau diese Art von Schuhe auch in Wirklichkeit mindestens 5 Mal. Vielleicht liegt es daran. Gut, wie sieht es jetzt aus? Julian? Das ist nicht deine Badekleidung? Ist das deine Badekleidung? Nein. Zieh doch bitte deine Badekleidung an, wenn du schwimmen gehst. Ich weiß nicht, was schon wieder mit meinem Spiel los ist. Aber jetzt sieht es gut aus. Nichts steckt mehr. Könntest du jetzt einmal zu deinem Vater freundlich sein? Einmal in deinem Leben machen einen Witz über Werwölfe. Ach, das wird eine schreckliche Party. Und da schreit doch schon wieder ein Baby. Aber Lily scheint sich nun gut drum zu kümmern. Raya? Wieso schreist du so? Sie hat gerade voll geschrien. Ich verstehe nichts mehr. Und da schreit schon wieder ein Baby. Raya, iss mal ein Stück Torte. Du hast Hunger. Das machen die anderen. Iana ist traurig und macht Hausaufgaben. Du darfst aber tatsächlich auf die Toilette gehen. Du musst nicht für immer wach bleiben. Und irgendwer hat den Kühlschrank kaputt gemacht. Und dann musst du einen Kühlschrank reparieren. Und Raya verwandelt sich zum allerersten Mal. Vorsicht, Koraya Yuna verwandelt sich. Werwolf-Sims, die maximale Wut erreichen, explodieren vor Zorn und beginnen zu randalieren. In dieser Zeit besitzen Werwölfe fast keine Kontrolle mehr über sich selbst und folgen ihren bestialischen Instinkten. Das kennen wir ja schon. Hey, ich habe ihre Werwolfform doch geändert. Und warum hat sie denn da jetzt Kleidung an? Ach, ich verstehe nichts mehr. Raya, gut. Die ist am Explodieren, soll machen, was sie will. Was? Extrem respektlose Sims über alles, was heilig ist. Was ist denn das? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und die haben jetzt alle Angst, natürlich. Jetzt wissen wohl auch ihre Großeltern, dass sie ein Werwolf ist. Schön. Ist das schön. Jetzt möchte sie ihre Oma anknurren. Lou hat sich auch verwandelt. Es schreien schon wieder 1000 Babys. Was ist denn das eigentlich für ein Part? Alle Babys schreien und ich bin überfordert. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, diesen Part zu beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!